Es wird Zeit für mehr Muskeln. Winter Bulk Episode 1. Muskelaufbau, Hashtag, let's go. Und dann kann ich die Scheiße richtig wegballern. Hab ich mir rausgerutscht. Der Dämon ist wieder erwacht. Mit seiner Dämonengöttin. Oh, wir haben hier ein großes Problem. Und zwar seht ihr es. Full Stack plus 15 Kilo. 17. 18. Der Typ ist der Wahnsinn, ne? Ich schwör's euch, Kai Gedan ist ein laufender Meme. Ah. Hallo und herzlich willkommen. Entschuldigung, dass wir dich zum Meme gemacht haben. Und zu einem neuen YouTube-Video und auch zu einer neuen Serie auf meinem YouTube-Kanal. Bin gespannt, ob der Adventskalender bald wieder promotet wird. Und zwar dem Winterbulk, heute Episode 1. Ihr habt richtig gehört, wir starten rein in den Bulk. Es ist zwar noch September, aber wer früher mit dem Bulk anfängt, der wird auf jeden Fall auch früher breit sein, beziehungsweise früher Erfolge sehen. Richtig. Ich will den kompletten Winter durchbalken und euch komplett mitnehmen, euch sehr viele Tipps und Tricks mitgeben, euch einfach so gut es geht, auch dabei helfen, dass ihr euren Balk über den Winter so produktiv wie möglich gestaltet. Fressen, was das Zeug hält, Freunde, ihr wisst. Wir fangen auf jeden Fall mal an. Körpergewicht momentan bei 119 Kilo. Ich will auf jeden Fall easy über die 120 Kilo drüber pushen. Die versuchen alle ihren Balk- und Cut-Serien auf Sam Sulek-Hype aufzusteigen. Na, weiß ich nicht. Das gab's schon immer. Das gab's schon vor Sam Sulek. Ich strebe so ein Gewicht nach dem Winter bei ca. 125 Kilo an. Mit einer richtig kranken Form. So stark wie noch nie. Einfach den Körper ans Maximum. Maximaler Gamechanger mit 125, Digga. Und pushen. Und ich hoffe, euch gefällt die Serie und das Format. Ihr könnt jetzt schon mal ein Like und ein Abo dalassen. Ich würde sagen, wir starten heute rein mit einer richtig geilen Trainingseinheit. Aber davor gibt's erstmal ein Pre-Workout Meal. Und da zeige ich euch was. Ein schönes Porridge mit Reese's. Was da bei mir gibt. What? Ja, was sagst du dazu? Geil, ja, ja. Endlich ist der Muscle-Boy wieder zurück. Ja, so sieht aus. Yes, und damit die 125 Kilo auch geknackt werden, zeige ich euch, wie gesagt, mein Pre-Workout-Meal. Zuerst mal 100 Gramm Rice Cream in Kombination mit 14... Digga, ich glaub es nicht. Guckt mal bitte, was sich hinter der Kamera verbirgt. Tada! Bruder, wir haben September, der macht Werbung für Adventskalender im September. Junge Kai, du bist eine Granate, Alter. Du bist echt eine Rakete. Wahnsinn. 40 Gramm No Way Pro und Leonie war in Berlin und hat Donuts mitgebracht von Brami Balls. Ich zeige es euch mal, richtig nice. Da gibt es bei mir noch einen Donut und yes, das ist dann mein Pre-Workout. Wie schnell die Zeit auch rennt, ne? Wie schnell ist bitte dieses Jahr rumgegangen? Für die Leute, die auch letztes Jahr mit mir gestreamt haben, also die mit in den Livestreams waren. Wie schnell ist bitte das Jahr 2023 rumgegangen? Das ist der absolute Wahnsinn. Ich komme nicht drauf klar. So, zack, wir haben einfach schon wieder fast Ende des Jahres. Dann sehen wir schon uns gleich im Auto, wenn Booster konsumiert wird. Ich habe sogar Gönnergy am Start von Gönnergy zugeschickt bekommen. Spaß, habe ich noch nie probiert, Gönnergy. Und da werden wir heute die erste Dose testen. Ich bin sehr, sehr gespannt und dann geht's ins Gym. Heute wird richtig durchgedreht, denn Ziel im Winterbulk natürlich auch sehr, sehr viele PRs raushauen. Und ich denke, heute wird der ein oder andere PR auf jeden Fall geknackt. Aber jetzt wird das mal gegessen. Kollege, it's Gym Time. Wir probieren auf jeden Fall Gönnergy und zwar den blauen Blueberry Coconut. Habe ich in meiner Story gesagt. Lecker. Gefragt und ihr habt auf jeden Fall für den abgestimmt. Dementsprechend testen wir den Kollegen mal. Nice. Schmecken die? Noch nie probiert, noch nie gesehen. Ja, komm, echt gut. Bin gleich gespannt, wie der im Training zündet. Jetzt noch ein bisschen Musik geballert und dann sehen wir uns gleich im Gym bei der ersten Übung. Ei. So Leute, angekommen im Gym, starte ich direkt rein mit der ersten Übung und zwar T-Bar Rows eng. Und zwar habe ich hier, wie gesagt, erstens mal meinen eigenen Griff dabei. Der ist so ein Ticken breiter wie die normalen Griffe und damit kriege ich noch ein bisschen ein besseres Feeling in den Rücken rein. Heute ultra heavy und zwar 6 Plates, versuche ich so auf 8 bis 10 Wiederholungen zu. Was ist denn das für ein... Achso, Clever Fit, okay. Ihr werdet auch sehen, die letzten Wiederholungen werden ein bisschen, in Anführungszeichen, dirty, aber ich mache das relativ kontrolliert. Setze also keinen unkontrollierten Schwung ein, sondern kontrolliertes Momentum. Und dann kann ich schon mit der... Kontrolliertes Momentum, Freunde. Ultra wichtig für den Next Level, für den Game Changer Set. Erste Übung hier richtig schön intensiv ins Rückentraining reinstarten. Warum T-Bar Rows frei? Weil ich halt hier extrem krass den kompletten Rücken belaste. Und zwar den Lat, die Rhomboiden, den Teres Major, Teres Minor, natürlich auch Trapez und vor allem auch... Die Erektoren, also die zwei Muskeln neben der Wirbelsäule, also der komplette Rücken, wird hier richtig krass belastet und hat bei mir wirklich nochmal richtig krass dafür gesorgt auch, dass man einfach einen richtig vollen, fetten, massiven Rücken hat. Also ich kann euch wirklich die Übung nur empfehlen. Wichtig, benutzt nicht zu viel Gewicht und macht die ganze Sache kontrolliert. Ich würde sagen, wir starten rein. Mein Timer hat auch schon geklingelt. Es wird, glaube ich, Zeit. Nicht für ein PA, weil das war schon richtig heavy, aber für einen guten Arbeitssatz. Ja.
wüsste, wie die Rhomboiden auf Stoff wachsen. Junge, ich hab kürzen Sprachfehler bekommen. Acht. An seiner Stelle würde ich immer 2-3 Brustübungen in jedes Training mit einbauen. Neun. Schon, Junge. So, es waren 2 richtig schwere Arbeitssätze. Und jetzt mache ich Gewicht runter. Nochmal 5 Kilo drauf und dann 14 bis 20 Wiederholungen. Aber zum Schluss habt ihr gesehen, habe ich ein bisschen mehr Schwung reingebracht. Das mache ich jetzt beim letzten Satz nicht. Und dann ist mein Rücken auch schon richtig voll, aber das Rückentraining noch lange nicht beendet. Und ihr merkt wieder, ich bin richtig außer Atem. Wenn ihr nach einem Satz nicht so am Arsch seid, dann trainiert ihr einfach richtig. Da bleibe ich dabei. Okay, weiter geht's. So Leute, nächste Übung und zwar Lat Pulldown unilateral an der Hammer Strength Maschine. Ich modifiziere die Maschine immer ein bisschen und zwar. Er macht die im Knien, weil er so riesig ist. Ich habe hier meine eigenen Griffe dran, aber ihr könnt es natürlich auch mit anderen Griffen aus dem Fitnessstudio machen. Vorteil, wenn ihr die Übung unilateral ausführt, ist, ihr könnt euch richtig schön reinlehnen, also richtig schön reindrehen in die andere Seite, das werdet ihr sehen. Also ich ziehe quasi so und schaue die ganze Zeit. Ganz viele Damen unterwegs in diesem Studio, ne? In die Richtung, denn dadurch legt sich der Latt hinten richtig schön um den Brustkorb und wird hier oben noch viel geiler aufgestretcht und dadurch macht die Maschine viel, viel effektiver. Ich setze mich hier auch auf den Boden, dass ich wirklich den maximalen Bewegungsradius mit... Ich dachte gerade wirklich der Dingens an, Birkenstocks. Das sieht von hier aus so aus, als ob der so einen Birkenstock anhat mit dieser Schnalle. Stretch und dadurch macht die Maschine viel, viel effektiver. Ich setze mich hier auch auf den Boden, dass ich wirklich den maximalen Bewegungsradius mitnehmen kann. Und wie gesagt, ich liebe die Übung, die zerreißt mir komplett den Latt und man kann hier sehr, sehr intensiv ans Muskel verlangen. Kai Gedan wohnt 15 Minuten, 20 Minuten von mir entfernt. Ich glaube, ich gehe mal demnächst mal hier das Probetraining machen. Aber wenn der Kai natürlich nicht vor Ort ist. Einfach so, will mal ein bisschen da die Geräte testen. Also ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in den ersten Satz. Erstmal schön lang machen, raus so und dann seitlich. Und jetzt spüre ich richtig, wie der Latt sich aufdehnt und dann starte ich rein. Der Dämon wird wieder jetzt gerade freigeschaltet in seinem Gesicht. Sehr konzentriert der Kai hier. Sehr saubere Technik. Dann negativ mitnehmen. Spricht noch während des Satzes Hochachtung, das ist krass. Oh, fuck, Alter. Fuck, auch eine kleine Beleidigung gibt es am Ende auch noch. Und enorm geholfen hat mir bei der Übung auch, wenn ihr hier oben seid, stellt euch vor, ihr wollt den Ellenbogen nach innen. Und die Frau links blockiert einfach das Gerät und trainiert die ganze Zeit. Drücken. Denn dadurch bekommt ihr nochmal richtig. Der Typ hinten im Hintergrund mit den Over-Ear-Kopfhörer, der ist einfach meditieren. So ein Tick mehr Dehnung auf den Latt. Das macht die Übung noch viel, viel geiler. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter noch mit 2 Sätzen und dann weiter zur nächsten Übung. So Leute, seht ihr die Scheiße? Nein, der stofft nicht. Hier habe ich mir die Haut eingequetscht und hier auch. Und zwar habe ich die 20 Runde gezogen und dann... Der hatte richtig Hornhaut auf dem Pimmel, Alter, als er sich einen gejigst hat. Dann hat er sich gekratzt daran. Sind die zusammengeknallt und dann mir links und rechts richtig schön gleichmäßig die Finger eingeklemmt. Also die erste Verletzung... Ja, komm, Kai, erzähl hier nicht. Du hast Hornhaut am Lörres. Letztens auch schon am Start, aber scheißegal. Ich hatte schon so viel an den Fingern im Training. Da war da einfach weiter drauf. Richtige Bausterlhände. Aufgeholzt, das macht gar nichts. Jawoll. Im Hintergrund sehen wir den Prototyp Gym Bro. Ich zeige euch jetzt den Prototyp Gym Bro. Liebe Grüße an dich. Er kommt, Gorilla Wear, Outfit von Kopf bis Fuß. Läuft durchs Gym nach der Übung, sammelt seine Steps und achtet auf seinen Blick. Er guckt genau die Mädels an, die hinten Rücken trainieren. Ja, nice. Schöner Leggings, denkt er sich. So, und dann schön, jetzt macht der Latzug zum Nacken hinten. Wenn er das jetzt macht, ne, dann falle ich vom Stuhl, ich schwöre es euch. Wenn er jetzt Latzug nicht zur Brust macht, sondern zum Nacken, falle ich jetzt vom Stuhl. Ah. Schade. Fuck. So, dritte und letzte Übung für den Rücken, und zwar T-Bar Rows. Richtig schön breit. Geht jetzt nicht in Latt, wie die 2 Übungen davor, sondern richtig schön in den Trapez und in die Rhomboiden. Ich achte hier bei der Übung darauf, habe ich schon in anderen Videos erklärt, das Gewicht so weit wie es geht nach unten zu lassen, richtig schön die Schulterblätter nach vorne aufziehen zu lassen, damit der Rücken maximal aufgestretcht wird und dann schön ohne Schuh nach hinten. Ich habe noch nie so viele Leggings in einem Gym gesehen, Alter. Ziehen, richtig geil bei der Maschine. Da können die relativ wenig Schwung holen und sehr, sehr effektiv die Rückenwerte trainieren. Ich habe jetzt Gewicht noch ein bisschen reduziert, weil jetzt haben wir noch ein Back-Off-Set und dann geht es weiter mit dem Arsch. Und ganz viele Gym-Bros unterwegs dort, ne? Ne, mit dem Bizeps. Aber es ist mal Rücken.
So, das waren glaube ich 14 Wiederholungen. Mal schauen. Nice, 80 Kilo. War schon mal ein richtig geiler PR. So lässt sich das auf jeden Fall trainieren. Und jetzt geht's weiter, wie gesagt, mit dem Bizeps. Und dafür gehe ich einfach nur eine Maschine weiter vor. Ist hier richtig praktisch. Spare ich Zeit und Kalorien. Cracky02, danke dir fürs Abo mit Prime. Die Maschine ist auch nice. Hat eine Gymbro da im Hintergrund gemacht. Geil, Alter, bitte achtet hier auf den Bereich, bitte. Ich weiß nicht, wen er da imitiert hat, aber das war wirklich, Digga, der Typ, ich feiere den, der ist Killer. Guck mal jetzt, wie der durchs Bild rennt. 3, 2, 1. Er kommt, guck mal jetzt. Ich wette, er hat Kai Gedan nachgemacht. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Oh, 10. Ich will das nochmal sehen, Alter. Das war zu geil. Einfach Conor McGregor, du sagst es, Digga. Oh, 10. Hoffentlich kommt der nochmal. Fuck. Okay, jetzt sind wir beim Bizeps angekommen. Jetzt mache ich hier Preacher Curls an der Maschine. Ich denke, ihr habt es gesehen. Ich gehe wirklich bis. Schön euch bei Kai. Hintergrund interessanter als das Video. Ganz nach unten. Lasst den Bizeps richtig schön aufdehnen. Da ist er wieder. Jetzt mit Handtuch. Und ziehe dann nach oben. Und in den letzten 2-3 Wiederholungen komme ich nicht mehr ganz in die Kontraktion. Aber dann haue ich trotzdem noch so ein paar. Ich schwör's euch, ich würde mich mies abfacken, wenn ich bei Kai Gedan im Hintergrund in irgendwelchen Videos zu sehen bin. Direkt Image-Schaden. Teilwiederholungen hinterher. Und das sehe ich sehr, sehr oft bei der Maschine, dass gerade hier der untere Teil geskippt wird. Aber genau hier wird halt eben der Bizeps extrem krass gedehnt. Und dadurch habt ihr einen richtig heftigen Stimulus. Und dadurch ist die Maschine richtig krass. 3 Sätze hiervon. Und dann geht's weiter zum Hüftheben. Und das wird auf jeden Fall wild. So Leute, Pull-Workout im Oberkörper spendet. Jetzt geht's weiter mit dem Unterkörper und zwar mit dem Glut-Hüftheben. Machen 300 Kilo. 300 Kilo Hip-Thrust, geht es noch? Und zwar Ziel ist 11 Wiederholungen und dann das Gewicht erhöhen. Wir schauen mal, wie es läuft. Fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Ich merke so langsam, ab 300 Kilo wird es hier in der Leistenregion echt kritisch, was gewichtmäßig angeht. Aber nicht rumheulen, sondern hart trainieren. Das wird schon. Und ich hoffe, die Langhantel verbiegt es nicht, weil ich habe normalerweise immer eine dickere und die ist irgendwie ein bisschen komisch. Also wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Ja! Komm, du. Boah, das tut doch einfach nur weh, Alter. Warum macht man das freiwillig? Also, erstens mal hat es in der Leistengegend richtig weh getan. Zweitens mal hatte ich die ganze Zeit die Langhantel. Lass es doch einfach sein, Junge, mit der Übung. Direkt drin. Also, ihr habt es gesehen, die war immer schief. Oh, fuck. Deswegen konnte ich die richtig durchdrücken. Ich würde sagen, wir lassen das Gewicht gleich. Langhantel ist noch gerade. Wir machen auf jeden Fall weiter. Mit gleich viel Gewicht, aber jetzt noch ein bisschen mehr Feeling und ich musste was reinlegen. Ah, das ist zu schmerzhaft. Nächster und letzter Satz mit 300 Kilo steht an. Leonie chillt hier vorne. Falls ihr euch wundert, der hat sich gerade komplett aus dem Leben geschossen bei Bulgarian Split Squats. Ich meine, es ist auf jeden Fall eine Taktik, die ich häufig mache, wenn das Gewicht beim Hüftheben zu schwer ist und zwar einfach zwei Polster benutzen. Dann kommt man zwar ein bisschen schwerer rein, aber dann tut es auf gar keinen Fall weh und dann kann ich die Scheiße richtig wegballern. Oh yeah. Jawohl, Junge. Gesundheit. Hab ich mir rausgerutscht. Aber ein Susa dem lassen, das ist schon krass, ne? 300 Kilo mal so mit dem Pimmel hochzuheben, Alter, Wahnsinn. Nein! Die haben beide eine Schraube locker.
Digga, jeder, der professionell Bodybuilding betreibt, hat einen Dachschaden. Was heißt professionell? Er ist ja ein Profi, ein Naturalprofi. Ja, jeder, der das auf professioneller Ebene betreibt oder wettkampfmäßig Ebene betreibt, hat einen Dachschaden, egal ob Männlein oder Weiblein. Damn! Leonie sieht einfach aus wie jeder Ritter von Star Wars. Der da kein Hausverbot bekommt in dem Clever Fit, ne? Oh, aber die Langhantel ist auch am Limit, ey. Oh, fuck. Oh, so Leute, es geht weiter und zwar mit dem Hamstring. Beinbeuger sitzend. Ihr werdet sehen, ich lehne mich ein bisschen nach vorne. Was für ein gottloser Trainingsplan. Vorne, denn dadurch kommt über die Hüfte oder wird der Beinbeuger über die Hüfte noch besser gedehnt. Und ich habe, wie gesagt, dadurch die Übung etwas effektiver gemacht. Wie gesagt, ich stelle die Maschine immer so groß wie möglich ein, beziehungsweise so ein, dass ich den größtmöglichen Stretch in der gedehnten Position erzeugt. Und gestern gebe ich auf jeden Fall Vollgas. Ich muss so ein bisschen aufpassen, weil ich habe so ein bisschen Sehnenspringen hier im Kniegelenk. Deswegen passe ich die Technik im Set immer so an, dass sie für mich am besten anfühlt. Ja, ich bin aber schon richtig Matsche. Aber das hindert mich auf jeden Fall nicht daran, jetzt noch ein PR rauszuhauen. Der ist safe 4,5 Stunden im Gym. So, wir gehen rein. Let's go. Polster runter und dann noch mit ein bisschen. Glaubt ihr, dass sich das im Schlafzimmer bezahlt macht, wenn er die Übung mit 300 Kilo machen kann? 100%, Digga. Dann ist der Egon Kowalski 2.0. Druck. Noch eins runter. Zack. Da habt ihr richtig Dehnung auf den Ham. Leicht nach vorne lehnen. Und dann, let's go. Eins. Oh, yes. Zwei. Let's go, Kai. Neun. Freunde, auch bei allen Spaß, den wir machen, bisschen Respekt Leonie gegenüber, ja? Geht bitte nicht unter die Gürtellinie in den Kommentaren. Bitte, Freunde. Die Onkels sind im Chat, die können euch ganz schnell hier einmal kurz einen Timeout, einen kleinen Timeout verballern, ne? Ah, oh, okay. Oh. Und was hat denn wieder? Oh, sehr schön. Aua. Darf man meinen? Aua, Wodka und Bier, aua. Na, zwei, dann geht's weiter. Eieiei. Oh. So Leute, weiter geht's mit der nächsten Maschine und zwar haben wir hier ein großes Problem. Und zwar seht ihr es, Full Stack plus gedanischer Schraubendreher. Gedanischer Schraubendreher. Plus 15 Kilo. Ja, die müssen wir erstmal richtig reinsetzen, denn die müssen auf jeden Fall sitzen. Warum? Weil da auf jeden Fall noch eine 25er draufkommt. Also ich habe hier jetzt schon fucking Probleme. Okay, ich hoffe, das hält. Ich hoffe, das schleift nicht zu hart an der Verkleidung. Okay. Also ich schreibe gleich direkt eine Beschwerdemail ans Cleverfit in Remscheid. Kai Gedan, Vorname Kai, Nachname Gedan. Spitzname Prallus Gedanius Bastadius, bitte einmal Hausverbot auf lebenslange Zeit, weil er macht erstens, belästigt er die Leute im Gym, die wollen nicht gefilmt werden. Zweitens, er beschädigt die Geräte, er geht mit den Geräten nicht gut um. Ja, ganz, ganz wichtig. Drittens, er schreit und brüllt dort rum, gibt sich selber irgendwelche Klätsche. Also das führt morgen direkt nicht zu einer Abmahnung, direkt zur fristlosen Kündigung des Cleverfits. Da setze ich mich persönlich ein mit meinem Halbbruder Nilian Viviara. Wir machen das. Viertens, er hat keine Brust. Nein, das ist nicht schlimm. Okay, erster Satz, 19 Wiederholungen. Aber dass der Junge da alles vollschreit und die Geräte beschädigt, das geht mal gar nicht. Ich habe leider meinen geilen Gym-Pin zu Hause vergessen. Aber ich denke mal, das sollte so funktionieren. Rein in die Olga. Yes, perfekt. Das ist Leben am Limit. Okay, ja. Wir gehen mal rein. Eins, yes. Zwei, drei, 15. Und er trainiert ohne Handtuch. Er trainiert ohne Handtuch, Freunde. 16, aua. 17, aua. 18. Ah. Also, das war der erste Satz. Wie gesagt, ich will gar nicht wissen, wo das enden soll nach dem Winterbalk. Wenn ich da nochmal 10 Kilo drauf packe. Ich weiß auch nicht, wo der Winterbalk enden soll. Aber was ich weiß, dass wir dieses Video an dieser Stelle beenden. Denn das reicht jetzt hier mir mit dem Paul Gedanius. War mal wieder eine Ehre, dort reinzugucken. Nein, wir beenden es nicht. Kai Gedan macht nur einen Formcheck am Ende. Das gucken wir uns natürlich an. Da gucken wir uns den jetzt nochmal kurz an. So, let's go. Kai Gedanius mit dem Formcheck noch zum Schluss. So, der Training ist abgeschlossen, aber was darf natürlich in der Winterbike Season Episode 1 nicht fehlen? Ein Formcheck. Richtig, ein Formcheck. Dementsprechend hau ich mal ganz kurz einen Formcheck mit Kürz, bitte. 119 Kilo raus. Ja, einfach mal kurz. Kürz. Damit man sieht, wo so momentan der Status ist.
Jawohl. So, und damit haben wir jetzt auch den Formcheck schon abgeschossen vom Kai Gidanius. Es hat sich nicht viel getan in letzter Zeit. Er ist ein bisschen speckig geworden, macht jetzt aber den Winterbike auf sage und schreibe 125 Kilo. Aber er muss sich definitiv ab nächster Woche um ein neues Gym kümmern, denn dort wird er nicht mehr trainieren dürfen. 100% nicht. Dafür setze ich mich ein. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei asn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Dann könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.